Das ist einfach Straight Nick. Das ist einfach Straight Nick. Ist es vielleicht ein echt Gleich hab ich ihn, gleich hab ich ihn. Wo schießt er jetzt? Er hat auch keinen. Nice, ja, 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 Mann! Yes! Hey, ah, oh mein Gott! Holy Jesus! Oh, nicht mal das kann mir irgendwas. Oh, Alter, sieht das geil aus! Yes! Glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben so lange an irgendwas gearbeitet wie an diesem Video, ey. Ich bitte euch, guckt das f***ing Video durch. Bitte. Fürst du mit Joghurt? Obstsalat. Okay, pass auf. Es gibt Spiele auf Steam, das habe ich heute gesehen, während ich in der Bachelorarbeit gesessen habe. Nein. Es gibt Spiele, die nicht so gut sind und auch dementsprechend nicht so teuer. Ich habe mir heute zwei Spiele gekauft, die für 89 Cent im Angebot waren. Jedenfalls wollte ich dir die jetzt streamen und dann machen wir uns nicht lustig über die Träume dieser kleinen Indie-Developer. I hate this channel. Now! Das erste Spiel heißt Action Bungalow. Nee, Boogaloo. Keine Ahnung. Alter, das sind Leaderboards. Das sind die Besten der Besten in Double Action Boogaloo. Was ist ein Boogaloo? Das sehen wir gleich. Okay, der Beste in Boogaloo ist Asher. Und sein Style liegt bei knapp 261.020. Mal gucken, ob wir Asher einholen oder eher so auf dem Level von 21. 21 ist noch frei. Okay, was machen wir? Option, Alter, alles ist ein Gunshot, hörst du das? Ich wollte gerade sagen, ja. Ach ja, gut ist auch übrigens, dass ich letztens irgendwann Kaffee über meine Tastatur geschüttet habe und jetzt die Tasten kleben und manchmal Steuerung. Steuerung ist ja meistens ducken. Wir sind öfter mal geduckt, vielleicht auch länger. Okay, Server suchen, dann geht's ab. Ach so, es ist online? Mhm, ist sogar ein Online-Spiel. Ach so, okay. Worum geht's denn überhaupt? Um doppelte Action, aber halt eher so im Bereich Boogaloo. Alter, hallo? Ja? Hörst du mich wieder? Das Spiel hat gerade meine komplette Internetleitung und deine gefressen. Eher Top Secret oder Error Loading Info Message? Ich bin auf jeden Fall verletzt. Das ist oh, das ist ein Heli. Nice. Oh, okay, ich bin irgendwo. Okay, ich kann die Kamera bewegen. Bin ich Spectator? Läuft. Ich gucke mal, Option. Oh mein Gott, diese Schussgeräusche. Ja, Mann, mehr Pixel. Okay, jetzt sehe ich den Typen auch, hat einen Anzug an und er flieht. Dieser Hubschrauber hebt seit 14 Jahren ab. Hier ist ein krasser Dude. Der ist vom Dach runter und hat ein Back. Oh, er ist runtergesprungen. Da hinten ist noch so ein Ding. Und da sind Tauben mit den straightesten Flügeln der Welt. Die haben sich einfach wirklich ein paar Assets genommen, wahrscheinlich aus dem Internet oder die Inhaber zu fragen und dann. Tobi, das ist das beste Double-Action-Bugaloo. Alter, ich hab 0 Euro für dieses F***-Spiel ausgegeben. Was? Nee, Spiel. Alter, hol dir die Erstattung. Alter, okay, wir können spielen, glaube ich. Ich sehe nichts. Oh, nice. Diesel, 8-Ball und Weiß. Okay, eher so Diesel. Alter, 8-Ball. Nee, ich meine, Weiß ist. Da hat er die geilste f***ing Pose. Oh, das ist einfach Straight Nick. Das ist einfach Straight Nick. Hab ich gesagt, das ist ein Level der Charaktere. They pass ahead! Hab ich's gesagt? Die haben einfach die Assets aus Left 4 Dead genommen und die eingefügt. Okay, okay. Stehst du schon da, wird auf dich geschossen? Ich glaube schon, ich weiß nicht, bin ich ein Bouncer, bin ich ein Reflexes, bin ich ein Athlet? Nekrophil. Nekrophiler. Nein, Nitrophiliac. Oh! Nick. Oh, es ist. Oh, Alter, ist Third Person. Alter, ich hab Headshot! Alter, ich bin zu gut. Jesus. Was ist es denn? Ist es ein Deathmatch? Musst du was machen? Ah, ich habe jetzt herausgefunden, wie man sich hinschmeißt. Mit Rechtsklick. Auf wen schießt er? Da ist ein. Auf mich schon. Alter, die Schüsse sind viel zu krass. Oh, Shotgun. Lederjacke, Shotgun. Oh, es gibt auch einfach Fäuste. Oh, ja. Ja, dann auf jeden Fall das. Wo bist du überhaupt? An einem Bahnhof? Mhm. Steht auf die Infotafel irgendwo hängt der Fahrplan? Wir sind in Toilets. Alter, guck dir die Hochhäuser. Guck mal kurz durch das Deckenfenster. Guck dir mal die Hochhäuser an.
Alter. Jesus Christ. Alter, das ist aber nicht so schlecht. Es geht schon schlechter. Guck mir einfach die Map an. Ah ja, das ist ein anderer schöner Raum mit nichts drin. Wie an einem echten Bahnhof. Kann ich rennen? Nein, ich kann das Gegenteil von rennen. Alter, guck dir diesen Crouch an. Wo sind meine Waffen? Da, Brawl. Okay, das ist ein neuer Challenge. Ich wollte so eine krasse Hüfte haben. Alter, Zeitlupe. Ich muss mich anschleichen. Matrix. Auch das ist bestimmt schön, die sich die Lizenz geholt, das abgesprochen. Ja, natürlich. Mit Keanu Reeves. Ja, klar. Das ist ein Bro von denen. Keanu Reeves ist Asher. I'm sorry. Ist ein bisschen näher ran. Ist es vielleicht ein echt... Gleich hab ich ihn. Wo schießt er? Er hat auch keine Lösung. Nice. Ja, Mann. Yes. Jetzt den anderen. Ich muss auf deren Level kommen. Was? Der hat aus dem Nichts einen Backflip gemacht. Alter, was sehen wir? Ich bin am Best. Wie viele Style-Punkte gibt es das, wenn man Crouch und jemandem einen Kinnhaken gibt? Oh, 4. Nicht mehr lange. Oh, Mensch. Präsentiert sich mir. Ach man, ich hab echt gehofft, dass das Spiel schlechter ist. Das ist ganz cool. Ja. Von wann ist das Spiel? 2014. 2 Jahre nach Dark Souls. Ja gut, ey, hier ist eine Pizzapackung. Gesicht ist guck nicht. Guck mal, auf C kannst du irgendwas aktivieren. Auf C kannst du irgendwas aktivieren. Oh mein Gott, die Tauben, der Wahnsinn. Oh. Ja, mehr ist es auch nicht wert. Ach, C ist die Bullet Time, okay. C wie? Wie Bullet Time. Bullet Time. Ah, Tobi. Ja. I hacked the game. Oh mein Gott. I'm out of here. Oh, das. Okay, vielen Dank dafür. Wie fandest du... Wie heißt das Spiel? Double Penetration Boogaloo. Nicht so gut wie der erste Teil. Nicht so schlecht wie der dritte. Ich hätte so gern Gigasimp als Podcast. Interviewpartner. Ich wette, den kann man irgendwie ausfindig machen. Zurück, vorwärts. Ja, copy Link Address und dann gibst du das bei Steam ein. Also ich wette, den kann man zurückverfolgen. Okay, pass auf. Wir suchen Gigasimp. Was hältst du von Double Action Boogaloo? Warum hast du es auf Platz 7 geschafft? Wie lange hast du dafür gebraucht? Hä, du kleine das hast du bestimmt eingekauft. Ja, entweder bei Steam oder halt irgendwo. Die Aufnahme ist abgekackt. Wir haben, glaube ich, um die 7 oder 8 Viren oder so eingefangen in der Sekunde, wo wir auf diese komische Spielerliste gegangen sind. Du wolltest unbedingt wissen, wer Gigasimp ist. Idiot. Wenn du einen Hacker hackst, dann hackt er dich. Okay, das war doch der Hammer, oder nicht? Das war erst das erste Spiel. Uma coisa que ao perder nunca possa recuperar. Uma coisa que estraçalha a alma. Pega, 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 pega. All thanks to you. Why, you ask? Oh, if only you were just a little more observant. Alter, ich hab echt Schiss, dass das jetzt gruselig wird, ne? Ich wollte mich über Sachen lustig machen und nicht Schiss bekommen. Aber egal. Alles gut, ich bin auch da. Warnung, es wird nicht empfohlen, dass... Was? Dass Menschen... Menschen... Das Spiel spielen? Spiel? Was ist das für ein Spiel? Worum geht's? Ich hab keine Ahnung. It's almost midnight. Oh, das ist nicht gut. What is it? Strange. No one else should be here. I'll go check. Ist es Five Nights at Freddy's? Ich hab keine Ahnung. Oh, Alter, das Spiel ist viel zu fucking gut. Oh nein. Es sieht auch nicht übel aus. Also du hast da echt schon mal... Das war halt wirklich nur 90 Cent. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber. Volles Voice-Acting, nicht allzu schlechte Grafik. Not bad. Ja, wirklich. Alles klar. Kann ich gehen oder ist das dann wie bei diesen Five Nights at... Oh Gott, ich hab doch keine Ahnung von diesen fucking Spielen. Ist das eine Karte vielleicht? Sind bei dir Vögel?
Ja, ich wohne im Wald. Das passt auf jeden Fall zur Atmosphäre in Mitternacht. Ich sitze in einem Baumhaus. So vom Konzept. Okay. Better approach the fuse box in the control room. According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B7. Okay, mit sich selbst reden, Mann. Aber ich kann mich bewegen, holy shit. Das Spiel ist zu gut für 90 Cent. Scheiße. Finde das Kontrollbüro und schalte das Licht an. Holy fucking shit. Von 90 Cent? Ja, doch. Oh, oh. Warum gibt's das Ding hier? 628. Ja, der wird sich doch nicht bewegen, oder? Was ist das für eine Dreckstaschenlampe? Soll er nicht Sicherheitsmann sein oder so? Wer hat denn so eine beschissene Taschenlampe? Er hat kein Geld, er ist nur Sicherheitsmann für Batterien. Er verkauft Batterien. Er ist nicht mal Sicherheitsmann, er wurde da versehentlich hingeschlossen. dann noch nicht. Oh Gott, wo bin ich? Ja, alles scheint hier gut zu funktionieren. Warum liegt hier überall? Also, das ist wirklich, das muss nicht sein. Egal wie Horror, es gibt Grenzen. Das ist zu realistisch. Hey, hey. Oh Gott! Oh mein Gott! Holy fucking shit! Jesus! Oh, vergiss nicht, Ohrstöpsel zu tragen. Ja, nein. Danke. Nikon, let's hope nothing serious. Hello, Bishop. I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. Mutter? Also die gleiche Scheiße nochmal, oder was? Ah, guck mal, das sieht doch null gruselig aus. Ich bin fasziniert von diesem Synchronsprecher. Ja? Das ist wirklich gut. Ich auch. Ich hätte nicht damit gerechnet. Wirklich nicht. Ich dachte, wir spielen den größten Rotz und ich komme gut damit weg. Du weißt nicht zufällig, wo der Kontrollraum nochmal... Hörst du das, Tobi? Nein. Oh nein, okay. Hab ich mal erzählt, wie ich einen Herzanfall hatte, weil ich Outlast gespielt hat? Ich hab dich gefragt, was du spielen willst. Du hast das dir genommen. Viel Spaß beim Sterben. Ja, ey, guck mal, da steht sogar Bemo. Hey, nice. Ja, wir machen noch ein bisschen, bis wir sterben. Ich. Ach ja. Ach ja. Weißt du, ich wollte eigentlich einen schönen Abend. Fuck, wo war der Raum? Ich bin so dumm. Dressing Room. Oh Gott, ist das anstrengend. Interrogation Room. Wir sind jetzt vom Scheißspiel. Holy shit! Komm, Mann. Hier war eine. Oh Gott. Das ist, ja, ich hab's gesehen. Das ist kein Five Nights at Freddy's. Also nicht nur. Da waren auch. Das sind auch einfach Geister und so mittlerweile. Okay, was war das? 3088? 3088, ja. So, dann verrecken wir jetzt mal wieder, indem wir das Ding anmachen hier. So, nicht erschrecken. Ah! Nein, doch nicht. Ja, es kommt jetzt. Das ist wahrscheinlich bei der nächsten Tür oder so. Aber guck mal, jetzt ist hell. Shut the fuck up. Ich bin raus. Ich mach dir schön Abend. Ja, okay. Bye-bye. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ne? ja, wo ist denn die zweite Fusebox? Danke für die Einladung. Das war cool. Das glaube ich dir nicht, aber bitteschön. Ey, das Telefon klingelt. Oh Gott. Es ist noch nie was Schlimmes passiert, wenn das Telefon klingelt. Alter, sind das da hinten Augen? Achso, nein, es war nur Clipping. Alles gut. ja, dann gehen wir mal... Oh mein Gott, er ist weg. Er ist fucking weg. Oh, hi, Mommy. Oh, hi, Emmy. I can't go to bed. I'm scared. What are you scared of? Das ist okay, weißt du, so diese Atmosphäre, da würde ich voll führen. Aber ich hasse diese fucking Jumpscares. Das kann ich nicht ab. Reicht das nicht für eine Preview? Loves to play. Das sind Augen. Ja. Er mag Licht nicht. Oh mein Gott, er ist hier. Ja, dann laufen das wir mal weg. Das ist nicht gut. Die Tür ist alleine aufgegangen. Deine erste Reaktion war, ich renne da jetzt rein. Ich dachte, es hilft mir. Warum habe ich das gemacht? Erstmal eine kalte Dusche, erstmal den Schreck abduschen. Ach ja, du hast ja diese Kameras. Ich weiß ja, mehr sehen. Ich will unbedingt mehr sehen. Ich weiß nicht, wie ich die Kameras nutzen kann. Ich weiß nicht mehr... Ah! Es ist so fucking laut. Reicht? Ja, es reicht. Nur armer Tobi. Wir haben nur Nummer 3. Okay, das war Nummer 2 auf der Liste. Ein Spiel habe ich noch. Yo, das ist auch noch auf Japanisch. Okay, dann Game Start. Keine Ahnung, was hier... Oh mein Gott!
Okay, es geht plötzlich... Ist es das, wo du gegen gigantische Ameisen kämpfst? Das kenne ich. Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Was, Alter, es ist Sekunde 1. Warte, was? Sind wir der Typ? Sind wir der? Ja, wir sind natürlich der. Ah, ach ja, okay. Okay, laufen, sprinten. Ja, das macht Sinn, Left I guess. Alt. Alter, it's the coolest game in the world. Das sieht nice aus, ja. Yeah. Holy shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die ist tot. Die ist fucking weg. Wegen Kackspieler, ey. Hidden Gold. Das sind die besten Spiele, die ich je gespielt habe. F für das eine. F macht klatschen. Aber. Achso, okay, klatschen? Du kannst Japanisch? Ja. Confidence. F. Holy shit, wir haben dich direkt mitgetötet. Ja, jetzt ist sie einfach doppelt tot. Wann kommt der Stein wieder runter? Alter, guck dir diesen coolen Typen an. Holy shit. Money Back 3. Sieht auch aus wie ein nicer Film. Okay, oh, warte, wir müssen die Leute hier retten. Du kannst auch das Feuer ausklatschen. Ja. Hammer. Das ist echt ziemlich nice. Die ploppen natürlich einfach weg. Okay, böse Alien-Menschen. Und dann kommen die Typen von Crysis und dann, Okay, alles klar. Du verprügelst alle, ja. Holy shit. Das war's. Okay, das war's. Das war's. Wir sind einfach zu krass. Ist irgendein Gott? Alter, dieses böse Mächte. Das sieht halt echt aus, als würde es Spaß machen. Ja, es macht doch echt Spaß. Ich habe mich noch nicht so stark gefühlt. Holy fucking shit. Ich bin schon zu weit gegangen. Alter, der ist ja genauso krass. Der ist noch krasser, der kann fliegen. Und das auch. Okay. Also. Stell dir vor, du nimmst eine Story, was eigentlich so Peaks hat für Action und Krassheit und Epicness, ne? Und du ziehst einfach alles auf 11 von 10 und das konstant. Alles fühlt sich an wie ein Finale. Ich kann fliegen. Lockdown, Boss only. Holy shit. Oh mein, es ist ein besseres Dragon Ball. Tut mir leid, aber es ist nicht nur ein besseres Dragon Ball, es ist das beste Videospiel der Welt. Es ist wirklich Hammer. Wie viel hat das gekostet? 89 Cent. Alter, wie geil ist das denn? Okay, ich muss ihn irgendwie... Okay, mit Rechtsklick kann ich ihn killen. Explosion? Holy shit. Dark Matter Attacks. Keine Ahnung, dunkle Magie. Oh mein Gott, er ist Geschichte. Das war's. Superhero Landing. Ja. Oh mein Gott. Mehr Schaden angerichtet als der Roboter. Das ist der geilste Typ der Welt, Mann. Und er sieht halt so gelangweilt dabei aus. Ja, das macht die Sonnenbrille. Ja. Geht er mal. Okay. Ist es jetzt eine Open World? Oder? Ja, es sieht halt echt so aus. Alter, wie fucking geil! Das ist Spider-Man mit dem da. Mit geil. Alter, wenn Superman einfach mal cool wäre, ne? Statt einfach nur nett. Okay, nett und cool. Alter, cool ist das? Einfach kein Problem, ich drück einfach nur... Hier, ihn hier. Hast du überhaupt eine Lebensleiste? Nein. Okay, ich sehe nichts wegen meiner Sonnenbrille, aber ich krieg das schon. Hast du gerade das Auto weggeschleudert, nur weil du dagegen geflogen bist? Da sitzen halt Leute drin. Alter, es hört sogar auf zu fahren. Oh mein. Ja, sie sind ziemlich tot. Irgend so eine Familie. Nach Feierabend. Okay, F. Nice. Der kommt halt irgendwann wieder runter. Ich glaube, das vergessen die alle. Immer Mädels, die wir retten natürlich. Und jeder ist hier richtig buff. Warum laufen alle shirtless rum? Ja, weil die buff sind. Kann ich die auch klatschen? Nee. Oh mein Gott, die lieben mich. Alter. Guck dir diesen Typen an. Der hat was von Serious Sam. Alter, es gibt sogar einen Ego-Modus. Tobi, das ist das geilste Spiel der Welt. Es sieht halt wirklich unterhaltsam aus. Es macht so fucking Spaß. Und die Musik! Holy shit. Oh mein Gott, ich liebe es. Okay, wir müssen noch Leute retten oder whatever the fuck. Ich weiß nicht mehr. Dann musst du das Hochhaus ausklatschen. F. Erstmal noch das Hochhaus zum Einsturz bringen. Destruction, ja, also danach geht die Fähigkeit auch. Auch japanisch. C.
2. Japanisch Ausrufezeichen. Okay, destroy all objects by the time limit. Update your high score. Ja, hau einfach drauf. Entweder Linksklick Start oder Rechtsklick Hans Hondre. Wen denn destroyen? Ach, die Dinger. Alles. Was? Die Bildschirmübertragung kommt halt auch nicht hinterher. Ich klicke nur. Achso, ich bin schon längst durch. Der haut einfach nur noch auf den Tisch. Hattest du nicht noch anderthalb Minuten Zeit oder so? Von 2? Du hast gar keine dunkle Materie geschmissen. Oh, fucking Loser. Tobi, du und ich wissen, dass wir verkackt haben. Weil hiernach wird uns kein anderes Spiel auf der Welt mehr befriedigen können. Wir haben einfach das beste Spiel der Welt schon gespielt. Ja. Sagst du, es ist einfach nicht. Ja, das kommt nicht an dagegen. Ja, genau. Gibt's das auf der PS5? Ich weiß nicht, ob die PS5 das handeln kann. Ich schreib Sony jetzt an. Es sind immer Frauen, die wir retten. Schön geil, stereotypical. Ah, oh, Hammer. Oh, falsche Taste, sorry. Ja, und wieder 8 Leute. 1 gerettet, 8 getötet. Falsche Taste, Leute, mein Gott, jedem Gott passiert das. Warte, stopp, auf der Leinwand, okay. Da warst du das? Warte. Da unten, ist das nicht du? Ja. Superhero Sports Club. Die Sonnenbrille muss sein. T-Shirt nicht, aber Sonnenbrille. Bist du einfach nur ein richtig harter Fitnesscoach? Ist es das? Das ist der krasseste. Weil es gibt ja irgendwie... Deswegen Deadlifts? Für Deadlifts musst du erstmal Leute aus Versehen töten und die dann aufheben. Unter Fitnessleuten sagt man ja, auch wenn man denen sagt, ey, du siehst mega gut aus, du bist schon voll trainiert und bla bla bla, die sind ja nie zufrieden. Die haben immer das Gefühl, sie müssen noch stärker werden und sonst irgendwas. Wenn du aber irgendwann diesen Punkt erreichst, wo du zufrieden mit deinem Körper bist, dann hast du dieses Level erreicht. Erst dann bist du zufrieden. Das Ende eines Fitnessstudio-Journeys sieht so aus. Leute, geht einfach ins Fitnessstudio. Holy shit. Junge, ich liebe es. Wieder 8 Tote. Ach, das sind Gegner. Du gehst jetzt Rogue. Ob's Gegner sind, ob's Gestrüpp ist, wo ich durchfliege, ich merke doch Gegner. Oh, falsche Taste. Fast wieder Familie getötet. Hat er gesagt, falsche Taste? Oh, guck mal, da sind wir auch. Ist das Superhero Protein? Natürlich. Ich sag ja, es ist einfach das Endlevel. Es gibt keine bessere Gym-Motivation als diesen. Das ist halt auch die Werbung, ne? Wenn du hart genug trainierst, kannst du so werden. Mach mal den Rechtsklick, diese Antimaterie, dass nichts von dir drüber bleibt. Das war Rechtsklick. Das war gerade Rechtsklick. Oh mein Gott, die Musik ist auch so episch. Es gibt in Stories, in Spielen, in allem gibt's eigentlich einen Aufbau. Aber das hier war konstant bei 180. Von Sekunde 1. Fettes Alien-Raumschiff mit Alien-Invasion. So, kann man mit Leuten reden? Nein. Okay, wie hoch können wir? Okay, ich glaube, hier ist ein Limit. Oh mein Gott, ich will da hin. Guck mal runter. Kannst du hier von da eine Arschbombe machen? Ja klar. Wo sollen wir landen? Auf welchem Gebäude? Oder wenn du noch mal Gegner hast oder so, dann einfach direkt landen und gewinnen. Landen und gewinnen, so heißt das Spiel. Ja, okay, wollen wir dann schön Ego-Perspektive sogar? Würde ich sagen. Jetzt Superhero Landing. Oh mein Gott, ist das schnell! Holy shit! Ich sehe nichts. Gewonnen. Ich sehe nichts. Gewonnen. Das Spiel. Ist auch noch gut animiert. So halb. Ich hab da hinten irgendwas. Oh nein, die Autos. Leute rennen jetzt halt vor dir weg, ne? Also du bist jetzt der neue... Gab's das nicht in den Comics irgendwie, dass Superman böse geworden ist? Ja, weil ihm langweilig wurde. Das ist der... Das passiert, wenn Superman... Ich kann nicht... Nach 2 Minuten durch die Verbrechen bekämpfen. Die ist ja zurückgerannt. Die denkt in die Richtung, das ist doch safer. Du wagst es... Klatsch den weg. Du wagst es zu... Hier in diesem Spiel sehen wir einfach die Begründung, warum Götter nicht auf der Erde weilen sollten. Warum wir einfach keinen Kontakt zu denen haben dürfen. Es gibt nur Gebete. Das ist das einzige an Schnittmenge zwischen Göttern und uns sonst. Wir haben einfach einen gelangweilten fucking... Okay, Leute. Das war die erste Folge. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was wir jetzt die nächsten 8 Stunden machen. Ja. Aufs Festland. Ja, Mann. Wir erobern die Welt. Alter, es gibt Wasser.
Nicht mal das kann mir irgendwas. Oh, Alter, sieht das geil aus. Yes! Ach, oh, Mann, ich liebe das. Alter, warte, man kann sogar schnell. Man kann einfach auch schnell laufen. Über Wasser? Kannst du über Wasser laufen? Nee, nicht ganz. Ah, können leider nur fliegen. Okay, Leute, das war die erste Folge von Bars Apartment. Vom Spaß-Apartment. Das wird keiner raffen, außer dir und mir. Ich überlege mir noch einen schönen Namen. Jedenfalls gibt es diese Rubrik jetzt öfter. Wir werden uns einfach richtig hammergeil gemachte Spiele angucken, die einfach keiner kennt. Weil das voll die Intention war für heute. Ja. Dann danke. Ab jetzt wird es nur noch beschissener. Also alles. Das ganze Leben. Es kann nicht anders sein. Ja, es muss ja. Besser wird es. Oh, sorry. Antimaterie irgendwo in Richtung Sonne oder wo? Flugzeug in zwei zerteilt. Aber die Musik, doch. Die Musik. Okay, bye bye.